Jo Leute, willkommen zurück zu Reaper und wie letztes Mal gesagt, gehen wir mal zum Vermöbelten. Jetzt ist er nicht mehr vermöbelt. Hilf mir, die Wilden sind hinter meinem Gold her. Unwissende Narren, sie haben das Kleingedruckte nicht gelesen und sie denken, dass Gewalt ihre Geldprobleme löst. Du musst mein Vermögen beschützen, bitte. Dein Vermögen, also. Ja, aber, oh nein, sie stehen vor der Tür. Tu etwas, verteidige dich. Okay. Shit. So, erstmal machen wir den jetzt, würde ich sagen. Okay. Komm schon. Und... ja, sehr schön. Erstmal Zorn jetzt ansammeln, damit ich ein bisschen mehr Rüstung habe. So, hi. Stimmt, ich darf nicht vergessen, dass ich von hinten öfter kritisch bin. Ja. Moment. Den musste ich jetzt einmal so machen. Sterbt. So. Weil da hinten in der Ecke kann sie sich zum Glück nicht so gut verteidigen. Ja. Ups, da habe ich mich verklickt. Das sollte eigentlich ein Sprung über ihn werden. Ja. Jetzt kann der Maskenhaini auch mal aufhören. Einmal hier durchlöschen. Diese verdammten Flieger, ne? Ich lasse die Truhe absichtlich noch ein bisschen stehen. Weil wenn ich mir die aufbewahre, kann ich mich damit vielleicht ein bisschen auffüllen später. So. Die Fliegenden sind im Moment mein größtes Problem. Ja, komm her. Ah, schade. Zack, zack. Okay, und... fällt um. Ja, schon ein Leben mehr. Komm schon. Sehr gut. Ja. Oh. Ja. Du bist der Letzte, kann das sein? Du bist der Letzte. Ja, dann könnt ihr kommen. Ja. Überhaupt kein Problem. Ich habe noch 43 Leben. 44, 45, 46, nein, 45. 45 Leben habe ich. Wow. Du dreckiger Dieb, du konntest einfach nicht anders, oder? Du hast mein Gold gestohlen. Nein, habe ich nicht. Mein Gold ist weg. Ich werde die Behörden über dich informieren. Ich werde dich verklagen. Du wirst nie wieder Arbeit finden. Dreckiger Dieb, töte ihn. Was? Leos Geldbörse ist voller Gold. Nimm das Gold und geh. Da, 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 da. Ich liebe es. Verdoppelt die Wahrscheinlichkeit eines kritischen Treffers gegen betäubte Gegner. Na. Zornangriffe sind 25% häufiger kritisch. Zornangriffe hat
45%. Davon habe ich, glaube ich, nämlich schon eine. Ja. So. Weil die anderen habe ich noch nicht und, naja. So geil waren die jetzt auch nicht. Okay. Fangen wir damit an. Rüstung. Nein. Ja, definitiv. Außer der ist noch besser. Irgendwas, was ich sonst auf jeden Fall brauche. Nee, auf jeden Fall den hier. Das heißt, den verkaufen, den kaufen. Und ansonsten einmal hier oben kurz gucken. So. Aha. Aha. Welcher ist denn das? Der hier ist es. Das ist ein Halsband. Ja, nicht so mein Fall. Auf zu meinem Freund. Gefahr. Oh nein, Gefahr. Komm her. Nicht in der Luft. Nicht in der Luft challengen. Und das hat gerade so gut funktioniert. Ich glaube nicht, dass ich hier mich großartig auffüllen muss. Hoffe ich zumindest. Hi. Stirb. So. Ja. Okay. Geh weg. Und komm her. Ja. Okay. Komm. Ja. Ach, so ein Mini-Sprung. So. Ja, komm. Und spring. So. Komm her. Dann halt nicht. So. Komm her. Ja. Okay. Okay. Du hast es verdient. So. Zack. Zack. Und. Hallöchen. 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 Ja, komm. Oh Gott, ich hab noch 70 Leben. Ja, gut, das ist gerutzt. Okay. Lieber Freund, das Leben unter diesen Bergen ist für niemanden mehr sicher. Schon gar nicht für einen alten Ausgestoßenen. Nur kurz um. Nach kurzem Zögern entschied ich wieder näher bei den Stämmen zu dem. Die Torken können manchmal unangenehmer sein als Dämonen, doch wenigstens muss ich nicht ganz so viel Angst vor ihnen haben. Komm mich besuchen, wenn du die Zeit findest. Ich habe einen Plan. Graubart. PS, anbei findest du etwas Gold für deine Reise. Das Gold, okay. 80 Gold. Ganz ehrlich, 80 Gold, was soll ich mit dem Scheiß?
Bei den Torken. Das ist da unten. Okay. So. Willkommen, bitte komm rein. Es ist schön zu sehen, dass es dir gut geht. Hier, trink eine Tasse. Frisch gemachter Kräutertee. Ach, die Wiederkehr der Dämonen. Wieso scheint sich niemand anderes darüber Sorgen zu machen? Alle sind so mit ihren unwichtigen Streitigkeiten beschäftigt, dass das bevorstehendes Verderben gar nicht sehen. Das bevorstehendes Okay. Was ich mir für einen Unsinn anhören musste. Die Imperialen behaupten, dass die Dämonen das Ergebnis fehlgeschlagener magischer Experimente sind. Natürlich wollen sie mit der ganzen Propaganda nur einen Krieg vorantreiben. Und die Stämme? Für die Pakora sind die Imperialen Fluidenbogen schuld. Sie glauben, dass die Imperialen in ihren Minen lebende Fossilien ausgegraben haben. Lebende Fossilien, um Himmels Willen. Die Morka glauben, dass das Imperium die Fossilien mit einer Geheimtechnologie wiederbelebt. Das denke ich mir nicht aus. Den Wildlingen zufolge sind die Dämonen einfach nur der nächste Fluch des Imperiums. Naja, Unwissenheit ist ein Segen. Was mich beschäftigt ist, dass wir nur so wenig über die Dämonen wissen. Alles, was wir haben, sind Legenden unbekannten Ursprungs und ein paar im Laufe der Zeit gefundene Fossilien. Wir wissen nur, dass die Welt vor Äonen von Dämonen bewohnt war, bis sie in einer einzigen Katastrophe verschwunden sind. Ein Ereignis, welches sie, so glaube ich, selbst herbeigeführt haben. Woher weißt du das? Oh, ich weiß es nicht. Es ist nur eine Theorie. Doch es gibt vielleicht eine Möglichkeit, mehr über die Dämonen herauszufinden. Ich stelle eine Karte zusammen. Alte Fundorte dämonischer Fossilien und Orte, wo Dämonen angegriffen haben oder gesehen wurden. Was mache ich damit? Wenn du diese Orte besuchst, nimm ein paar Bodenproben und achte auf dämonische Aktivitäten, damit wir vielleicht ihren wahren Ursprung finden können. Könnte interessant sein. Okay. Dann gehen wir mal dahin. Dieser Ort sieht verlassen aus. Keine Spur von Dämonen. Nimm meine Bodenprobe. Ah, okay. Ganz da hinten. Dieser Wein scheint zu still. Nimm meine Bodenprobe. Dämonen! Yo, mal gar nicht der unfairste Spawn überhaupt. Jawoll! So muss das. Ja. So. Erstmal die von der Gruppe trennen. Ja. Ich mach erstmal den fertig. Ja. Und haben wir. Ey, du. Ey. Komm hier rüber. Komm. Okay, dann komm halt nicht. Dann hau ich erstmal den kaputt. Stirb. Bist du drüber? Oder bist du schön ins Loch gefallen? Das kann sein, dass ich den jetzt gerade direkt drüber geschlagen habe. Aber dann ist das halt so. Ups, das war blöd. Jawoll, genau in sowas willst du rein. Her. Scheiß Wildschweine. Ja.
Komm. Alles gut. Ja. So. Und stirb. Ich bin ein wenig festgebackt, würde ich sagen. So. Ja. Hat funktioniert. Sammle dämonische Gewebeproben. Da unten. Vorsicht. Und erstmal die scheiß Drohnen vom Himmel holen. So, zack, zack. Zack, zack, weg. Weg. Hallo. Oh Gott. Ja, komm her. Oh shit. Das war nicht ganz so geil. Zack. Hi. So. Ja. Okay. Und im Übrigen habe ich was bei der Aufzählung vergessen, was mir in diesem Spiel wichtig ist. Nämlich, dass der Opfer. Mit dem bin ich cool. Den mag ich. So. Wahrscheinlich ist das nachher irgendwie der Oberbösewicht, der eigentlich die Dämonen kontrolliert. Und ich hole ihm jetzt gerade alles, um sein dunkles Ritual oder sowas zu vollziehen. Das wäre ein Plot-Twist. Aber ganz ehrlich, ich bin ein Sensenmann. Ich bin der Reaper. Ich bin ja kein Sensenmann, ich bin ein Schwertkämpfer. So. Ups. Ich sollte mehr Spinnies machen. Hab dich. Ja. Und er legt. Und noch mehr Gewebeproben, würde ich mal sagen. Ah, doch nicht. Der Eingang zur Mine wurde scheinbar absichtlich mit Sprengstoff zum Einstürzen gebracht. Sammle Boden und Steinproben. Als du Proben nimmst, entdeckst du in der Nähe ein Loch im Boden. Spring in das Loch. Dämone. Okay, da ist ein ziemlich großer Dämon. Da möchte ich erstmal die kleineren Mistviecher drumherum kaputt kriegen. Ja. Hatten wir die schon mal? Ich bin mir nicht sicher. Die Lilanen sagen mir gar nichts. Ja, komm her. Komm, 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 komm. Ja, alles gut. Ich will nur mit dir reden. Du greifst mich an. Okay.
Okay. Okay. Zack, komm her. Hau ab. Okay. Okay. Wenn man früh genug wegkommt, ist der Angriff halb so schlimm. So, vergiss es. Ja. So. Oh. Oh ja. Könntest du... Danke. War recht dran. So. Okay. Ja, ja, haben wir. Komm her. Ja, ja, als ob. Und so. Ich würde sagen, wenn ich jetzt hier gerade Ruhe habe, beende ich hier den Part. Leute, wenn es euch gefallen hat, lasst ein Like, damit wir auf jeden Fall freuen. Und wir sehen uns das nächste Mal wieder bei Reaper. Haut's rein. Bis dahin. Ciao, ciao.